Einen wunderschönen guten Morgen. So, wir machen an dem Laden weiter. Wusimu hat heute frei. Er ist heute nicht am Flughafen. Denn bei so einem Riesenprojekt braucht man ja auch mal ein bisschen Freizeit. Hallo Snow. Überhaupt was zu essen dabei? Ja, haben wir. Ja, gehen wir in den Laden, den wir angefangen hatten. Kühe füttern könnten wir noch. Genau, das machen wir jetzt gerade auf dem Weg. So. Hallo Kühe. Hallo. Hallo. Warum liegt denn da oben Fleisch rum? Huch. Oh. Da druckelt hier ganz schön. Wegen den vielen Kühen wahrscheinlich. Okay. Noch eine Kuh hier ohne Fahrschein. Los. Vermehrt euch. Na, ich glaube jetzt haben wir dann auch alle. Gut. Dann können wir hier wieder verschwinden erstmal. Und füttern wir die nachher nochmal. So. Oh, zwei Leder haben wir schon. Das ist schön. So, in den Laden. Hier ist das Gras auch noch nicht gewachsen. Das soll mal wachsen. Das hier möchte ich auch noch gerne fertig machen. Hier müssen wir auch noch die Straße dann weitermachen. Oh je, es gibt viel zu tun. Ah, jetzt habe ich überhaupt gar nichts mitgenommen, ne? Ach, ich bin ja wieder mal... Habe ich eigentlich das Glas und das Schaufenster fertig, beide Seiten? Ja. Okay, das ist also fertig. Dann brauchen wir hier auch eine Werkbank unter. Ja. Okay. Na, lass mich doch raus. Sind schon zwei Türen, ich komme erst nicht raus. Okay, dann holen wir doch jetzt mal das erste Redstone-Zeugs, was da rein soll. Dass wir da auch so ein bisschen den Verkaufsraum aufbauen können. Nark, lass mich rein. So, was können wir denn mal auspacken? Sagen die Erde passt da nicht rein, passt aber da rein. Die können wir erstmal hier lassen. Das lassen wir auch hier. Das auch erstmal. Können wir nachher noch holen. Die Hebel gehen mit. Die Haken meine ich natürlich. Jetzt gucken wir jede Kiste durch, was man mitnehmen kann. Den Schleimball würde ich nicht mitnehmen. Nein, nein, den packen wir woanders hin. Da habe ich jetzt spontan eine andere Idee. Hier ist aber doch da Druckplatten. Genau, die kommen mit. Hier haben wir auch noch eine Druckplatte. Hebel. Jetzt haben wir hier nichts. Türen und so kommen extra. Habe ich hier noch was? Nein, da ist glaube ich nur Erde drin. Genau. Hier haben wir auch nichts. Redstone zweimal. Wir haben echt wenig Redstone, ne? Das ist gar nicht mehr so wirklich viel. So, mal schauen, was wir hier haben. Noch mehr Redstone, das ist gut. Aber sonst echt nichts mehr, ne? Also wir haben da schon arg wenig Zeugs irgendwie. Was so in diesen Laden muss. Hätte ich vielleicht doch einen anderen Laden vorziehen sollen. Das war es hier auch schon wieder. Okay. Die Äpfel können wir mal hier lassen. Die Steine nehmen wir wieder mit. So. Snow, du bleibst da immer noch sitzen. Und gucken wir mal. Das wird dann nach einer Zeit, wird er natürlich voll und ausgestattet und so. Jetzt hier ganz gerne auf jeden Fall einen Repeater aufstellen. So. Dann machen wir noch eine Redstone-Fackel. Nur so, um das so ein bisschen zu demonstrieren, also den Kunden zu zeigen, was hier möglich ist.
Dann machen wir halt Haken hin. Ja, bäh. Und was machen wir da noch hin? Eieiei. Druckplatten, oder? Da stellen wir noch die Druckplatten aus. So. Zack. Das sieht doch schon mal gut aus. Da machen wir hier die Kolben hin. Jetzt hätte ich eigentlich auch doch die Schleimbälle mitnehmen können. Zum klebrige Kolben machen. Das könnte man eventuell gleich nochmal machen. Mensch, was soll denn das? Machen wir es halt so. So, die demonstrieren wir hier natürlich auch. Ein an, ein aus. Packen wir doch hier die Druckplatten hin, die Holzdruckplatten. Dann können wir hier Steindruckplatten machen. So. Hier kommt dann der Redstone an sich rein. Repeater. Bisschen Redstone wäre jetzt noch cool. So, dann machen wir noch ein paar Redstone-Fackeln. Die kommen dann hier rein. Dann machen wir hier die Haken hin. Was habe ich eigentlich da unten? Nix. Machen wir doch da unten die Haken hin. So. Ja, dann brauchen wir natürlich noch ein paar Knöpfe. Ein paar Holzknöpfe. Knopf und Knopf. Ein paar Hebel wären nicht schlecht. Dann machen wir uns nochmal neue Stickies. So. Und zack. Da habe ich jetzt Knöpfe. Dann kommen da die Hebel rein. Alle. Dann die Pistons machen wir hier rein. Dann da unter Sticky Pistons und so weiter und so fort. Also fällt uns mit Sicherheit noch viel ein, was wir da an Zeugs noch unterbringen können. Trichter und so weiter kommt da noch alles mit rein. Wir schauen jetzt mal eben nach den... doch, Glas habe ich noch dabei. Nach den... Na, Schleimbällen. Damit wir Sticky Pistons machen können. Ja, Snow, du beschwerst dich. Es ist mir klar, es ist langweilig, da zu sitzen. Hier haben wir jetzt wirklich nichts mehr. Nein. Da haben wir ein Schleimball. Das ist ja eigentlich, ist das ja nichts, ne? Das ist ja lächerlich. Damit kriege ich ein Sticky Pisten hin. Das können wir mal da lassen und nehmen hier die Scheiben nochmal mit. Nee, sonst ist ja wirklich nichts. Faden kann man noch mitnehmen. Den können wir da durchaus auch brauchen. Wir haben noch nicht nur so wenig Faden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hatte ich nicht irgendwo eine Mob-Trop-Küste? Nee, scheint tatsächlich nur so wenig zu sein, okay. Ja, man könnte jetzt natürlich in den Laden auch alles machen, irgendwie, reinmachen mit Türen und so, alles, was eben Redstone betrieben ist. Wir können da die Schienen eigentlich mit reinnehmen. Wir nehmen da einfach die Schienen auch mit rein. Das passt dann schon. Habe ich noch irgendwo eine Lore rumliegen? Nee, ne? Ach, das ist ja ärgerlich. Eine Lore wäre jetzt cool. Nee, haben wir aber nicht. Basteln wir uns eine. Habe ich Eisen dabei? Ja. Nein, so. So, da haben wir eine Lore. Eisen sammeln und so sollten wir auch noch demnächst. Also sollten wir eigentlich gar nicht so lange mit warten. Denn ich habe schon die nächste Community-Aktion geplant. Mit euch zusammen will ich... das Hotel einrichten. Da sind ja nun auch einige Zimmer, die gemacht werden müssen. Und da habe ich mir gedacht, dass man das zusammen machen kann. Und dafür brauchen wir natürlich auch noch einen Haufen Zeugs. Sollte eigentlich ursprünglich mal mein 200 Abonnenten Special werden, das ich angekündigt hatte. Ich denke, das wird...
Wird dann wohl eher nur so eine Aktion. Denn für 200 Abonnenten-Special ist es jetzt wohl ein bisschen spät. Das ging so ratzfatz, dass ich so viele Abonnenten jetzt auch wieder zubekommen habe. Machen wir die Lore da rein. Dass sich das schon fast nicht mehr lohnt. Deswegen habe ich mir gedacht, ist egal, wir machen das trotzdem. Jetzt nicht unbedingt als Special, aber dann eben einfach so als Community-Aktion. So, dann, okay. Es wird dunkel, ne? Das ist immer wieder das Gleiche. Es wird viel zu schnell dunkel. Ja, jetzt fehlt mir eins. Okay, dann gehen wir erstmal schlafen. Weil das ist schon, ja, arg spät. Na, lauf, lauf! Ja, wow, du bleibst immer noch da draußen. Nerg. So, gute Nacht. Guten Morgen. Und weiter geht's. Können wir dann demnächst das Dach drauf machen? Das ist ganz schön. Da ist das nämlich auch fertig, das Gebäude. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall noch hoch. Noch einmal Stufen. So. Ja, ich mache das jetzt einfach mal so hier. Das reicht gar nicht. Die soll ja nicht fahren. Das soll einfach nur so ausgestellt sein. Zwei Stück waren das. Naja. Zwei. Stellen wir da drauf, dann passiert nichts. So. Das ist die Lore. Dann könnte man jetzt noch... hier eine Wand hin machen. So eine kleine Wand. Das sieht ja noch nichts aus. Gib das mal wieder her. Nee, das sieht auch noch nichts aus. Das war eine blöde Idee. Machen wir das einfach bis an die Decke hoch. So. Das ist halt so eine kleine Wand. Und jetzt die Sachen finden. Und da kommt halt der Knopf ran. Also die Knöpfe. Unten den Hebel. Zack. 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 Und dann könnte man da eigentlich auch noch einen Haken dran pappen. Den letzten Haken, den wir da haben. Hm. Und zack. So. Dann haben wir das nämlich hier auch ausgestellt. Ich denke, dann kann das eigentlich als Laden durchgehen, oder? Ich will mal sagen, was er davon haltet. Das ist jetzt hier zwar viel freie Fläche, aber ich denke, so als Elektroladen kann das doch jetzt durchgehen. Dann buddeln wir hier mal eben schnell einen beliebten Fußgängerweg auf. Dass wir hier zumindest einen ordentlichen Zugang haben. Dann machen wir das Schaufenster gleich noch, wenn wir nochmal bei den Kühen waren. Dass wir uns noch ein paar Rahmen machen können. So, die Kühe schlachten noch. Na? Ach, Manu. Hey! So. Zack. Und zack. Hier geht dann die Straße dann einfach da weiter noch ein Stück. Im Moment haben wir so gar keine schwarze Wolle. Habe ich eigentlich ein Schwert dabei? Ja. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal zu den Kühen. Gucken, dass wir ein paar Rahmen bekommen. Dass wir die schon mal an die Kisten machen können. So. Hallo Kuh. Hallo. Hallo ganz viele Kühe. Macht jetzt nochmal ordentlich Babys, damit ich euch schlachten kann. Ich dann nachher auch noch genug Kühe habe. Wenn ich euch geschlachtet habe. So. Ja. Ich
glaube, jetzt haben wir alle... Ne, da war noch eine. Nur eine? Das ist doof. Da ist noch eine. Da ist auch noch eine. Gut, okay. Essen wir schnell was. So, und dann schlachten wir schon mal ein paar. So. Das machen wir jetzt einfach per Hand. Das Schöne ist, es gibt auch noch ein paar Level. Ein paar EP, beziehungsweise. Und nicht gleich ein paar Level. Es wäre schön, wenn es immer gleich ein Level geben würde. 13. 13 wird uns nicht ganz reichen. Wie viel haben wir jetzt? 19. Das ist doch schon mal... Das ist doch schon mal was. Jetzt alles eingesammelt? 28. Das reicht uns dicke. Das ist okay. Getreide wieder da rein. Ui. Das ruckelt immer so. Wenn ich versuche, schnell zu laufen, ruckelt es ab und an. Und ab und an nicht. Das ist ganz merkwürdig. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich mich beim Opa Zeron angesteckt. Und entwickle jetzt auch so ein Hüftleiden. Ist dann bei mir wohl eher irgendwie einen Stockerleiden oder so. Ich weiß nicht, das ist ganz merkwürdig. So, 6 Rahmen, das ist natürlich nichts. Ah, man braucht mal so viel Stöcker dafür. So, jetzt gucken wir mal, ob die reichen. Huch. Toll, wenn ich natürlich einen Rahmen in den Rahmen packe, ist das irgendwie doppelt gemoppelt. Ach, jetzt packe ich wieder einen Rahmen in den Rahmen. Huch. So, dann gehen wir uns jetzt noch ein bisschen Holz holen. Denn die Bäume sollen da eh weg. Ich möchte ganz gerne mit euch dieses Haus hier, das Wohnhaus, und hier hinterm Haus das fertig machen. Dass das auch mal fertig ist. Das ist aber auch schon Ewigkeiten dran irgendwie. Jetzt eigentlich mir fest vorgenommen, bevor ich irgendwas Neues anfange, jetzt erstmal die Sachen fertig zu machen, die schon Ewigkeiten unfertig sind. Deswegen möchte ich euch auch einladen, mir zu helfen beim Hotel. Dass jeder von euch da irgendwie ein Zimmer einrichtet und ja, wir dadurch dann da vorankommen, dass das dann irgendwann auch mal fertig ist. Und jetzt kam so viel dazwischen. Und irgendwie vergisst man dann so Sachen einfach immer fertig zu machen. So. Wobei wir nebenher immer weiter bauen werden natürlich, also Läden hauptsächlich. Ich weiß noch gar nicht, was ich so als nächstes an Laden baue. Fabrik weiß ich schon. Kümmern wir uns als nächstes um die Brennerei. Da wird der Herr Haus uns auch zur Hand gehen und die Mauern, die Außenmauern fertig machen. Das hat er mir schon fest zugesagt. Er hat auch fest zugesagt, sich am Flughafen zu beteiligen und dort demnächst ja, uns zur Hand zu gehen, beziehungsweise im Wusimu zur Hand zu gehen und ihm dort ein bisschen zu helfen. So. Setzlinge nehmen wir mit, pflanzen wir jetzt aber gerade im Moment nicht mehr. Yay! Juhu! Juhu! Auch wenn ihr Lust habt, mich mal in Radiant City zu besuchen, also irgendwie vielleicht was einzurichten oder einfach, einfach in die Höhle zu verschwinden und dort irgendwie Zeugs zu farmen oder so. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Schreibt mich einfach nur an und, was mache ich denn? Wir finden dann mit Sicherheit einen Termin und kriegen das hin, dass ihr hier mal herkommen könnt und helfen könnt oder auch einfach, wie gesagt, nur was einrichten oder
worauf ihr halt Lust habt. Häuser gibt es hier genug, Wohnungen gibt es genug, die noch eingerichtet werden müssen. Also wenn ihr da Lust zu habt, schreibt mich an und ich freue mich auf jeden Fall über jeden Besucher. So, das haben wir fertig. Uns reichen die Rahmen nicht, so ein Ärger. Also zumindest nicht, um das Schaufenster jetzt halbwegs gescheit zu gestalten. Ich würde das eventuell hier mal ein bisschen anders machen. Einfach so. Ja. Ah, ich habe eine Idee. Mein Hirn hat schon wieder komische Sachen ausgespuckt. Das tut's öfters, müsst ihr euch nicht wundern. Ah, schade, wir haben nicht genug Loren. Das ist echt schade. Noch eine kriege ich leider nicht hin. Mit dem bisschen Eisen, was ich dabei habe. Das macht aber nichts. Wir kriegen ja eine in den Rahmen rein. Das reicht ja schon völlig aus. Tada! Dann sieht man auch, dass es auch sowas in der Richtung ist, so eine Eisenbahn, ne? Was haben wir denn da drin, ne? Faden, okay. Da drin haben wir nichts, das ist gut. Da drin haben wir auch nichts. Da haben wir einen Kolben drin, ne? Wieso haben wir eigentlich nur noch einen Kolben? Ich hatte doch recht viele, weil die da drinne sind, ne? Hier sollten die Sticky-Dinger rein, glaube ich. Das regnet jetzt nicht ernsthaft, oder? Das wird ja dunkel. Oh, verdammt. Beinahe die Zeit verpennt hier. Ums Eck. Nicht geradeaus weiterlaufen. Snow, komm mal mit rein, du wirst ganz nass. Meine, nasse Katzen sind zwar nicht so schlimm wie nasse Hunde. Aber da Katzen kein Wasser mögen, wird sie froh sein, wenn sie rein darf. Na komm rein. Bist denn du? Hm. Naja, anscheinend mag er doch Wasser und will draußen bleiben. So, wir schlafen jetzt erstmal. Gute Nacht.